Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit Manchester City. Ja, heute geht's mit dem ersten englischen Pokal los, und zwar ist das der EFL Cup, auch League Cup genannt. Ihr weiß nur nicht, welchen Namen ich wählen werde, weil beide bedeuten das gleiche. Und ja, bevor wir reingehen, unser heutiger Gegner ist der FC Watford. Und ihr seht, wir sind in Runde 3, das heißt die nächste Runde ist Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter. Und beim kurzen Drüberblättern fällt schon auf, es fehlt Chelsea und es fehlt Manchester United, weil wir gehen mal in Runde 2 rein und da sehen wir ganz unten, Manchester United ist rausgeflogen gegen Northampton Town. Also total sensationell, erste Runde Manchester United raus, oder der zweiten besser gesagt. Und Chelsea ist rausgeflogen gegen Middlesbrough. Auch eine Sensation. Also zwei absolute Top-Teams sind schon rausgeflogen. Manchester United und der FC Chelsea. Und ja, mal schauen, wie das so weitergehen wird. Wir müssen heute gegen Watford. Ich reiß die Klappe am besten nicht zu weit auf. Denn sonst fliegen wir wahrscheinlich heute auch nur raus. Aber das weiß ich zu verhindern. So, wir gehen rein. Wir spielen in Watford. Wir spielen im Heimtrikot. Genauso wie der FC Watford. Spieleinstellungen natürlich auf Legende, so wie sie das gehört. Und wir spielen nachts um 20.30 Uhr. Gut, soweit wäre es geklärt. Und da gehen wir jetzt rein ins Spiel. Und klar, ein Ausscheiden wäre natürlich die Katastrophe schlechthin. Aber wir werden alles geben, um hier weiterzukommen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir unentschieden spielen. Weil es ist ja in manchen Pokalen so, wenn man unentschieden spielt, dass es dann ein Rückspiel gibt. Ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also jetzt würde ich sagen, jetzt geht's los. Und damit herzlich willkommen hier aus Watford zum League Cup. Sorry, ich hab's nicht raus. Zum League Cup Runde 3. Ja, EFL Cup auch genannt. Der FC Watford gegen Manchester City. David gegen Goliath. Und deswegen lieben wir diesen Pokal so sehr, weil es halt wirklich alles passieren kann. Der David kann ausscheiden, der Goliath kann ausscheiden. Alles ist möglich. Und Manchester City heute nicht mit der besten Aufstellung, wie wir sehen. Liegt einfach daran, ja, der FC Watford sollte eigentlich ein einfacher Gegner sein, aber das kann auch ganz, ganz schnell mal nach hinten losgehen. So, beide Teams stellen sich auf und dann sind wir also bereit. Manchester City steigt also jetzt auch in dieser Saison in den League Cup mit ein. Und kriegen wir die Aufstellungen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Dann gehen wir es mal ganz kurz durch, zumindest so viel wie ich weiß. Bei Manchester City ist heute Caballero im Tor. Claudio Bravo ist nicht mit dabei. Caballero darf in diesen Pokalen ran, als wir haben den FA Cup und den League Cup, beziehungsweise EFL Cup. Und deswegen Caballero eben in die nationalen Pokale. Dann haben wir heute mit der Innenverteidigung Jonathan Tah, der sein Stadtdebüt gibt, zusammen mit Otamendi. Und ja gut, den Rest den sehen wir dann während des Spiels auf jeden Fall. Vorne Iheanacho mit Nolito und Leroy Sané. Also Aguero, Raheem Sterling, alle nicht dabei. Nee, Stones spielt. Sorry, die haben mich ein bisschen verdammt. Stones heute auf dem Platz mit Otamendi. Jonathan Tah doch nicht. Sorry, kleine Missverständnis von mir. So, jetzt geht's aber los. Beide Teams sind heiß. David Silva ist auch mit dabei. Und jetzt können wir loslegen. Anstoß ist Erfolg vom FC Watford. Und damit läuft die Runde 3 im League Cup Manchester City gegen den FC Watford. Und ja, wir werden natürlich nach unserem Spiel schauen, was haben denn die anderen großen Teams so gemacht. Weil Chelsea und Manchester United sind schon draußen, aber es sind noch andere große mit dabei. Und hier ist die Chance! Wow, eine Riesenchance hier direkt zu Beginn für den FC Watford. Da hat Manchester City mal richtig gepennt und das muss eigentlich das 1-0 sein. Caballero mit der Glanzparade und das kommt davon, wenn man den Gegner schon zu Anfang unterschätzt. Das war eine Riesenchance hier für den FC Watford. So, jetzt aber Manchester City über Nolito. Ball war nicht im Aus. Weiter geht's zu Fabian Delph. Der sieht Sanja. Da ist Fernandinho wieder. Da ist David Silva. Oh, hart! Und dann David Silva. Ja, das ist gelb. Den Ball wollte haben, siebte Minute. Es muss eigentlich gelb geben und so ist es auch. Frühe gelbe Karte hier für David Silva, der heute natürlich hinter der Sturmspitze, hinter Iheanacho spielt. Den Ball, den wollte er noch haben. Er hat gedacht, er erwischt ihn noch, aber Jedje, der Verteidiger von Watford, haut den Ball weg.
Und Freistoß gibt es nun für Watford. Und das ist ein Fehler. Iheanacho passt da auf. Schnappt sie den Ball. Weiter geht's zu Nolito. Nolito rein in die Mitte und dann der Fehlpass. Aber nochmal die Chance und jetzt gibt's. Was? Das war doch kein Faustspiel von Fernandinho. Ach komm schon. 9 Minuten gespielt. Zweites Faustspiel von Manchester City. Diesmal bleibt es aber ohne gelbe Karte. Mal schauen, ob sie diesmal den Freistoß hier zu meinem Mann bringen. Zumindest raus aus der Gefahrenzone. So. Unten wartet Chiacce. Toller Name. Wird sofort bedrängt, aber hält den Ball erstmal. Jetzt ist Diney am Ball, aber die Flanke ist alles andere als gut. Aber da war auch keiner in der Mitte bereit. Weiter geht's. Mit Abstoß für Manchester City. So, Caballero, wie gesagt, bis jetzt hat eine Glanzparade gezeigt und die war auch höchst notwendig. Ansonsten wäre es hier das 1:0 gewesen für den Außenseiter. So, Kolarov am Ball. Zieht die Mitte rein, da startet David Silva. Ah, da zögert er zu lange mit dem Pass. Aber hier der Fehler, aber dann wieder der Ball weg. Ja, bis jetzt noch nicht so das konzentrierte Spiel von Manchester City. Otamendi gewinnt das Kopfball, das war wichtig. Und dann verliert aber hier Fabian Delph den Ball. Nächste Chance hier für Watford, bahnt sich an. Aber da sind sie zu zweit dran und Stones holt sie den Ball. Weiter geht's zu Nolito. Der nimmt Kolarov mit. Und der zu Fernandinho, aber ja, das dauert jetzt also wieder viel zu lange, bis die Mitspieler mitlaufen. So, ausmacht Leroy Sané jetzt ein bisschen Tempo. Sané verfolgt vom Gegenspieler, hält den Ball erstmal. Versucht jetzt das Beste draus zu machen, bringt den Ball zu Iheanacho. Der weiter zu Fernandinho. Da ist Fabian Delph. Delph durch die Mitte, gute Chance, schön gemacht! Und da ist das Tor! Iheanacho! 21. Minute, der Favorit führt mit 1:0. Schöner Pass. Iheanacho macht das richtig stark. Lässt den Verteidiger ins Leere laufen. Und dann hämmert er den Ball rein. Und Manchester City führt mit 1:0. Nach knapp 20 Minuten. Ja, da freut es sich natürlich der Trainer. Kelechi Iheanacho. Und da ist die Führung für Manchester City. Jawohl. Auch wenn Aguero nicht auf dem Platz ist, trifft der Mittelstürmer bei Manchester City zum 1:0. Ja, gut gemacht. Der erste wirklich gefährliche Torabschluss von Manchester City und direkt das Tor. Das freut natürlich die angereisten City-Fans, aber die Watford-Fans sind natürlich über diese Führung nicht so begeistert. So, David Silva am Ball. Da ist Fernandinho. Sanja und Manchester City macht es natürlich Dampf. Am besten direkt das 2:0 nachlegen. Das wäre natürlich das Optimale. Da ist Fernandinho. Nolito. Sofort wieder ein Gegenspieler bei ihm. So, Nolito raus zu Kolarov. Wieder zurück zu Nolito. Jetzt müsste einer reinlaufen. Ah, da kommt der Ballverlust. Ja, ich bin mit Nolito momentan echt nicht so zufrieden. Ey, ich weiß nicht so wirklich, was ich mit ihm anfange. So, jetzt ein Pass zu Watson. Watford versucht zu stören. Ball ist im Aus. Einwurf geht zu Manchester City. Sehr, sehr gut verteidigt in dieser Situation von den Gästen. So, da ist Fernandinho. Weiter geht's zu Iheanacho. Leroy Sané und außen ist Sanja. Sanja aber jetzt erstmal in die Mitte, nachdem der Flügel jetzt zu voll gestopft ist mit Gegenspielern. Und hier Fernandinho macht das gut. Hält den Ball erstmal. Zieht zwei Gegenspieler auf sich. Iheanacho hat jetzt ein bisschen Platz, weiter geht's. Und da ist Nolito im Selbst. So, Nolito! Abgefälscht, Eckball. Das gibt Eckball, aber gute Chance hier. Nolito kommt zum Abschluss. Aber der wäre, glaube ich, direkt auf den Torhüter gegangen. So, Eckball gibt's für Manchester City und den machen wir natürlich kurz. Da ist Nolito. Flanke ist gut! Flanke ist sehr gut! Und Iheanacho! Mit der Riesenchance per Kopf trifft aber nur den Torhüter. Denn den hat er eigentlich direkt in die Hände geköpft. Schade, Riesenchance zum 2:0. Das muss eigentlich der Doppelschlag von Iheanacho werden. Aber weiter geht's. Manchester City gibt hier nicht auf. Sie sind bis jetzt das deutlich bessere Teamklasse. Sie sind der Favorit. Und ich soll Leroy Sané. Sané! Glanzvoll! Iheanacho in der Mitte. Kommt aber nicht dran zum Nachschuss. Und Manchester City dreht jetzt nochmal richtig auf vor der Halbzeitpause. 10 Minuten sind es in der ersten Halbzeit noch. Nochmal Iheanacho.
versucht sie hier zu behaupten. Knapp misslungen. Und nochmal der Bein des 16er, soll Leroy Sané. Und jetzt kommt der Fehlpass. Ja, Nacho kommt nicht ran. So, jetzt Okaka. Watford auf dem Weg nach vorne und dann kommt der Fehlpass. Watson kommt nicht ran, Otamendi ist voll am Ball. Weiter geht's über Kolarov. Ja, 40. Minute läuft, 1:0 steht es aktuell für Manchester City. Das Ding geht auch bis jetzt komplett in Ordnung. Manchester City ist das bessere Team, hat die Torchancen. Watford, gut, Watford hatte eine gute Torchance, das darf man nicht vergessen. Die hatten die Riesenchance in der 3. Minute. Und wenn da Caballero im Tor von Manchester City nicht so glanzvoll reagiert hätte, dann wird es jetzt vielleicht nicht 1:0 für Manchester City stehen. So, Iheanacho, Iheanacho, spitze Winkel. Okay, leider keiner da zur Abnahme in der Mitte. Weiter geht's mit Einwurf für Manchester City. Und die wollen jetzt in der ersten Halbzeit noch das 2:0 erzielen. So, Fabian Delph, Nolito. David Silva. David Silva macht das gut. Und wieder geblockt. Und wieder geblockt. Und der Ball geht nicht ins Aus. Da hat sich Iheanacho ein bisschen verschätzt. Und jetzt schön. Aber Manchester City gibt den Gegner momentan keine Chance hier mitzuspielen. So, nächste Chance. Gut gespielt. Da ist Fernandinho im Selbst. Fernandinho, das gibt es nicht. Wieder die Glanzparade vom Keeper von Watford. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Also, ja, was kann man zu diesem Spiel bis jetzt sagen? Watford hatte eine riesen Torchance in der 3. Minute. Und seitdem spielt eigentlich nur noch Manchester City nach vorne. Sie hätten mehr Tore machen können. Zur Halbzeitpause wäre ein 3:1 für Manchester City, glaube ich, ganz in Ordnung gewesen. Allerdings hat nur Iheanacho einmal getroffen. Und deswegen zur Halbzeitpause 1:0. So, die anderen Ergebnisse, wie gesagt, gibt es nach diesem Spiel. Ja, finden es schon gut aus. Wir machen weiter. So, also weiter geht's. Wo der Halbzeit läuft hier in Watford. Manchester City führt allerdings nur mit 1:0. Es wäre mehr drin gewesen in der ersten Halbzeit. Aber die zweite Halbzeit hat ja auch nur 45 Minuten und genug Zeit für noch mehr Tore. So, und Manchester City beginnt sofort offensiv. Dann der Fehlpass von Iheanacho. Außen wäre Kolarov gestartet. So, aber jetzt aufpassen. Deney auf dem Weg nach vorne für Watford. Gut hier gestört von Otamendi. Einwurf gibt's für die Heimmannschaft. So, schnell ausgeführt. Watford am Ball. Flanke geht weit. Caballero ist zur Stelle. Und jetzt, ja, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Komm schon, Caballero. Zu Fernandinho. Jetzt könnte vielleicht ein Konter draus werden. Da ist Leroy Sané. Iheanacho läuft mit. Bekommt die Kugel. Lässt ihn durch. Bekommt ihn aber nicht mehr. Ja, er hat alles probiert, um an diesen Ball ranzukommen. Hat er nicht geschafft. Und weiter geht's jetzt. Aber wieder gut gestört. Das ist ein Einwurf für Manchester City. So, Fabian Delph. Weiter geht's zu Fernandinho. Leroy Sané. Sané läuft mit. Sané bekommt jetzt auch die Kugel. So, Leroy Sané läuft nochmal mit. Leroy Sané in die Mitte. Das ist die Riesenschance. Da muss es sein. Das ist es. So, Doppelschlag. Iheanacho. 55. Minute, das hat sich mehr als angedeutet. Leroy Sané mit dem Auge, der legt sie dem einen Nummer perfekt vor und dann macht er ihn rein. 2:0, Doppelschlag, Iheanacho. Ja, so schnell kann es gehen. Manchester City für 2:0, das könnte die Vorentscheidung sein. 55. Minute. Ja, der Reservist mit dem Doppelschlag. Und jetzt kann es weitergehen. Es sind zwar noch 35 Minuten zu spielen, also gegessen ist hier noch lange nichts, aber trotzdem, wir sind auf einem guten Weg, in die nächste Runde einzuziehen. In Runde ins Achtelfinale wäre das dann schon. Und ja, mal schauen, wie es ausgeht. So, Sanja am Ball. Weiter geht's zu Fernandinho. Leroy Sané. Fehlpass, aber David Silva kommt trotzdem ran. So, jetzt David Silva. Weiter geht's zu Fabian Delph. Delph, da geht Silva durch. Oh, Riesenchance. Wenn der Verteidiger diesen Ball nicht stoppt, dann ist das das 3:0. Aber so bleibt sie erstmal beim 2:0. Und hier holt sie Leroy Sané den Ball. Und bekommt ihn hier wieder zurück. Gut gespielt und ab geht's wieder auf der linken Seite. Da ist Nolito. Aber den zwei Stück hat er da keine Chance.
Hat es vielleicht ein bisschen zu eigensinnig gemacht, trotzdem geht's weiter. Watford am Ball. Klar, was will Watford hier noch probieren? Das ist natürlich die große Frage. Die müssen hier irgendwie zwei Tore schießen, aber bis jetzt hatten die in der zweiten Halbzeit keine einzige Torchance. Und ohne Torchancen gibt es nun mal auch keine Tore. So, David Silva probiert es alleine. Wird aber auch aufgehalten. Und dann der Fehlpass. Also das ist halt dann auch viel zu leichtsinnig. So, Leroy Sané. Weiter geht's zu Sanja. In die Mitte. Nochmal in die Mitte. Aber diesmal der Verteidiger dazwischen. Bevor es dann noch gefährlich geworden wäre. Aber auch die Abwehr bei Manchester City, die steht heute wie eine Eins. Ein kleiner Wackler, den gab es in der dritten Minute, wo es die Riesen- und die einzige Torchance für Watford gab. Aber seitdem steht die Abwehr bombastisch gut. So, weiter geht's. Manchester City über David Silva. David Silva probiert es aus der Distanz. Mal mit der Grätsche, aber wieder kann sie Watford befreien. Ja, die scheinen jetzt defensiv auch gut stehen. Die werden auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit wechseln. Sobald es ja die nächste Gelegenheit gibt. So, und ab geht's wieder durch die Mitte. Da ist Leroy, da ist David Silva. Ah, es wird gerade schwierig. Watford verteidigt halt mit allem, was sie haben. Sie wollen jetzt nur irgendwie sich hier gut aus diesem Schlamassel rausziehen. Und jetzt, oh, was macht denn Sanja? Da legt sie einfach schlafen. So, Okaka. Jetzt könnte es tatsächlich nochmal gefährlich werden, wenn er da was Gutes draus macht. Und es wird gefährlich. In der Mitte kommt keiner hin, aber trotzdem Watford noch am Ball und der Abschluss. Ja, der Abschluss, der beschädigt höchstens sein Auto auf dem Parkplatz vor dem Stadion. Uiuiuiui, also wie gesagt, das ist nicht mal mehr der Oberrang. Das ist schon die Umlaufbahn von der Erde. So, wir wechseln aus. 15 Minuten sind es noch und ja, wir bringen ein paar Reservisten. Diaz kommt für David Silva, Navas für Leroy Sané, der gut gespielt hat, fand ich, und Witzel für Fernandinho. Genau, also Doppelwechsel, Dreifachwechsel, sorry, bei Manchester City. Für die letzten 15 Minuten kommen jetzt also die neuen Spieler. David Silva geht mit Fernandinho, Leroy Sané, Jesus Navas, Brahim Diaz und Axel Witzel kommen jetzt also neu auf den Platz. So, weiter geht's. 15 Minuten noch. Manchester City wird das jetzt wahrscheinlich ruhig zu Ende spielen wollen hier. Die wollen jetzt nichts mehr anbrennen lassen. Und ich denke auch, das wird gut gelingen. So, Navas. Oh, Navas. Spiel doch den Ball ein bisschen früher. So, mal schauen. Aber das ist heute auch uns sehr leicht gemacht. Gut, wir machen es den Gegner auch nicht unbedingt schwierig, aber der Gegner hat so viele Fehlpässe heute. Hier auch wieder so ein Pass, der muss einfach ankommen, wenn man hier eine Chance haben will. Aber das sieht halt momentan nicht so gut aus. So, Nolito am Ball. Außen geht Kolarov, guter Pass. Zurück zum Nolito, legt vor. In der Mitte ist Iheanacho, der will hier seinen Hattrick machen. Gelingt ihm nicht. Und somit bleibt es erstmal beim 2:0. Die letzten 10 Minuten haben begonnen. Es sieht nicht so aus, als könnte hier Watford nochmal irgendwie zurückkommen. Wobei sie jetzt nochmal in den 16er kommen. Zumindest in die Nähe. Aber Otamendi gnadenlos holt sie den Ball. Allerdings gibt es Eckball für den FC Watford. So, wechseln beim Gastgeber. Amrabat kommt. Olivas geht runter. Und so, also Eckball für Manchester, für den FC Watford. So, kommt in die Mitte rein. Das ist gefährlich. Nachschuss. Hui, Capoe. Mit der Chance. Das war gefährlich. Schauen wir nochmal an. Der kommt da irgendwie hin und ich glaube, da wäre Caballero nicht mehr rangekommen. Riesenchance hier nochmal für den FC Watford in der 85. Minute. Und ja, wenn die hier den Anschlusstreffer erzielt hätten, dann wäre es jetzt vielleicht nochmal spannend geworden für die Schlussphase. Aber so hat Manchester jetzt die Chance, das Dritte zu machen und damit die absolute Vorentscheidung. Aber hier, oh, das sind halt auch Fehlpässe heute bei Manchester City. Das ist nicht feierbar. So, hoher Ball nach vorne. Kolarov im Kopfball, holt den Ball zurück. Und da ist Fabian Delf. Verliert den Ball, aber Iheanacho holt ihn sie nochmal. Da ist Axel Witzel. Außen geht Jesus Navas, natürlich auch noch frisch. Der kann nur gut spinnen. Witzel bekommt die Mitte. Witzel, Witzel abgefälscht. Und da ist dann Donut. Und es zählt nicht. Zurückgepfiffen. Fabian Delf wird zurückgepfiffen.
Das ist nicht das 3:0 für Manchester City. Und es ist... Ja, es ist richtig. Witzels Schuss ist abgefälscht. Das ist sowieso schon eine Glanzparade, dass diesen Schuss der Torwart gehalten hat. Und dann ja, steht Fabian Delph mit dem Abstauber im Abseits. Schade, das wäre das 3:0 gewesen. Aber der Schiri sagt nö. So, Deney am Ball. Langer Ball in Mitte. Stones ist zur Stelle. Aber das ist einfach viel zu harmlos. Zu einfach zu verteidigen. Und jetzt ist mal Diaz am Ball. Und das war's. So, also Manchester City zieht ins Achtelfinale ein vom League Cup. Und ja, der FC Watford ist raus. David setzt sich durch. Goliath setzt sich durch gegen David. Gut, was soll man zum Spiel sagen? Wie gesagt, wenn der FC Watford in der dritten Minute dieses Tor macht, dann wird das ein anderes Spiel. Aber so hat Manchester City dann das Zepter in die Hand genommen. Sie hätten mehr Tore schießen können. Ihan hat schon mit dem Doppelpack. Das reicht Manchester City natürlich voll und ganz hier und heute. Und damit gehen wir rein zu den anderen Ergebnissen. So. Dann schauen wir mal die anderen Ergebnisse an gleich. Moment, über nur ein Spielhöhepunkt. Ach, diese Chance, die gibt es gar nicht von Watford aus der dritten Minute. Das finde ich schade. So, hier sehen wir auch die Statistik. Ja, solide gewonnen. Und Ihan Acho, wir wundern uns, der Beste. Leroy Sané, der Zweitbeste mit 8,8. Das ist auch, nee, Fabian Delph mit 9,1. Leroy Sané mit 8,8. Also die waren echt stark. Gut, soweit dazu. Wir machen weiter. Und es stehen keine Trainings an. Und jetzt schauen wir direkt mal auf den Pokal. Wir haben 4 Nachrichten und wir können Nationaltrainer von Polen werden. Nein, das lehnen wir mal dankend ab. Geänderter Spieltermin, der geänderte Spieltermin. Und dann sind wir schon beim nächsten Spiel angekommen. So, aber jetzt schauen wir erstmal auf die Begegnungen im EFL Cup bzw. im League Cup. Also, Runde 3 und es gibt auch gleich die Auslosung. Und wir sehen, okay, es gibt da kein Wiederholungsspiel. Da gibt es immer direkt Elfmeterschießen. Okay, dann ist es wahrscheinlich im FA Cup so. Also, Swansea City ist weiter, Crystal Palace ist weiter, der FC Burnley ist weiter, Southampton ist weiter, Portsmouth ist weiter, der FC Arsenal ist knapp mit 1:0 gegen Walsall weitergekommen. Mit Manchester City ist weiter, der FC Liverpool ist weiter, Stoke City schmeißt Leicester City raus. Auch eine Sensation. Oh, und es geht weiter mit die Sensation. Tottenham fliegt raus gegen Reading. Everton fliegt raus gegen Cardiff City. Grüße gehen raus an Cardiff City. Champions League Finale 2017. Ja, Everton auch eine kleine Sensation. Fulham ist weiter. Leeds ist weiter. Und Leighton Orient ist weiter. Norwich City. Und zu guter Letzt West Bromwich Albion. So, jetzt geht's ins Achtelfinale. Und wir haben bekommen Leeds United. Okay, wir gehen mal durch. Von oben nach unten. Liverpool gegen Cardiff City. Fulham, Manchester City. Wo ist denn Arsenal? Arsenal gegen West Bromwich. Und so viele Top-Teams sind dann schon nicht mehr dabei. Es sind echt schon viele rausgeflogen. So, ich mache Schluss für heute. Falls ihr ein bisschen komisch drauf war, liegt daran, ihr habt ein bisschen was getrunken. Ja, Alkohol ist scheiße. Drei Leute, trinkt keinen Alkohol. Wenn ihr Alkohol trinkt, dann nur in kleinen Maßen. Das reicht auch schon voll und ganz. Auf jeden Fall so viel dazu. Sorry dafür, aber mein Gott, ist halt so. I'm only a human. Ich bin halt auch nur ein Mensch. Wir sehen uns morgen wieder gegen Swansea City. Macht's gut. Bleibt's am Ball. Bis morgen. Ciao.